Der fünfmalige Weltmeister ist zurück im Ring. Felix Sturm feiert sein Box-Comeback mit 41 Jahren. Ich kann nicht sagen, dass ich mich irgendwie alt fühle oder dass ich körperlich schwächt oder irgendwas. Wir hatten gestern 10 Runden Sparring, ich habe jetzt über 80 Runden Sparring. Ich war seit über 15 Jahren nicht mehr aus. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich passe auf mich auf und ist alles eine Einstellungssache. Fast 5 Jahre liegt Sturms letzter Profikampf zurück. Seitdem ging er durch eine schwierige Zeit. Wegen Steuerhinterziehung und Verdacht des Dopings sowie Körperverletzung landete er 2019 für mehr als 8 Monate in Untersuchungshaft. Eine 3-jährige Haftstrafe droht ihm weiterhin. Derzeit läuft die Revision. Das war jetzt auch ein sehr, sehr harter Kampf, vielleicht so der härteste außerhalb des Ringes. Doch ein harter Schicksalsschlag, nicht nur für mich, vor allem für die Familie. Sturm blickt nach vorn. Für die Vergangenheit findet er aber passend zu seinem Namen die treffenden Worte. Man kann in ein Loch fallen und sagen, ich verbuddel mich, ich lasse einfach den Sturm über mich ziehen oder man geht durch den Sturm durch. Sturm kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Beim Hamburger Boxstall Universum wurde er nach Olympia 2000 Profi und später Weltmeister. Nach dem Ende der Zusammenarbeit im Jahr 2009 und einigen Zerwürfnissen ist er nun unter neuen leitenden Personen bei Universum zurück. Ich war der vollen Überzeugung, dass irgendwas kommen wird. Ja, und dann kam halt das Angebot von Uwe Otto von Universum. Und jetzt gehe ich mit einer neuen Generation in eine neue, also ich sag mal eine zweite Halbzeit und hoffe, dass sie genauso erfolgreich wird wie die erste. Ausgerechnet eine Niederlage machte Sturm weltweit bekannt. 2004 ging er in Las Vegas als klarer Außenseiter gegen Oscar De La Hoya in den Ring. Er dominierte den Golden Boy aus Los Angeles, galt für jeden als Sieger, doch die US-amerikanischen Punktrichter werteten einstimmig für De La Hoya. Dabei trafen 43% von Sturms Schlägen ins Ziel, von De La Hoya nur 24. Auch Ex-Weltmeister wie Roy Jones und Mike Tyson sowie Rocky-Darsteller Sylvester Stallone sahen Sturm als Gewinner und stellten sich auf seine Seite. Dieses Mal ist die Bühne etwas kleiner, auch Corona-bedingt. Gegner ist der Düsseldorfer Profi Timo Rost, 12 Jahre jünger als Sturm und in 10 Kämpfen ungeschlagen. Maurice Weber, Sturms neuer Trainer und bester Freund, sieht seinen Schützling aber gut gerüstet. Ja, hat über 12 Kilo abgespeckt, ist sowohl körperlich wie auch physisch in einer Top-Verfassung. Des Weiteren hat er noch heute, und das ist völlig beeindruckend, unheimlich starke Reflexe. Durch die Corona-Pandemie war das Box-Gym meist leer. Sturm trainierte fast ausschließlich allein. Ein Umstand, den der 41-Jährige sehr begrüßt. Ich weiß, viele junge Leute wollen gerne zugucken und so. Hier sind ein, zwei Jungs, die auch zugucken. Aber wenn es dann zu viele sind, dann macht es einfach keinen Spaß, weil die quatschen und ich mag sowas einfach nicht. So ist der Fokus aufs Training, alles ruhig, alles entspannt, finde ich gut. Ruhig und entspannt und trotzdem mit vollem Fokus auf zum nächsten Kampf und dem Anfang einer zweiten Karriere. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich 4 bis 6 sehr, sehr gute Kämpfe noch machen kann. Und ich mache mir keine Gedanken darüber, ob ich 41 bin. Das ist eine Zahl, wie man so schön sagt. Und man kennt ja diesen berühmten Film Benjamin Button. So fühle ich mich ein bisschen. Sturm wird eher jünger als älter. Zumindest fühlt er sich so. Bereit also für eine weitere große Aufgabe.